Moin moin und herzlich willkommen im Copter College. Heute möchte ich euch den zweiten Teil zum Unic Typhoon H vorstellen und zwar den Zusammenbau des Copters. Zum Copter College selbst hatte ich in der ersten Folge schon etwas gesagt, nur noch mal ganz kurz, wir machen Schulungen für Copterpiloten, wir beraten und wir verkaufen, deswegen Wer einen Taifun H gerne haben möchte und dazu vielleicht auch die passende Schulung, der kann sich gerne an uns wenden. Wir sind die richtigen Ansprechpartner dann. Fangen wir an, was ist alles im Karton oder in der Verpackung dabei, damit ihr einen Überblick bekommt, ob ihr auch all das bekommen habt, was drin sein sollte. Ja, fangen wir an. Einmal natürlich mit dem Copter selber. Vorne einmal die Abdeckung der Kamera und die Fixierung des Gimbals. Weiter geht es dann mit dem Netzteil für das ladegerät das sollte dabei sein hier ganz wichtig einmal es ist ein spezielles Kabel und ein spezieller Stecker dabei und da achtet bitte drauf den nicht zu verlieren denn das ist nicht ein normaler ein normales Anschlusskabel sondern das ist ein Kabel mit einer Besonderen, ja, mit einem besonderen dreipoligen Aussehen, deswegen und da passt nur dieses Kabel rein, deswegen da ein bisschen aufpassen, dass ihr das nicht verliert. Dann ist natürlich dabei einmal der Akku, dazu dann nachher noch ein kleines bisschen mehr, welche Leistung der hat und was es für ein Akku ist und natürlich dann einmal das Ladegerät. Mit dabei ist ein Autoadapter, das heißt also ein Anschluss, um, den, äh, um das Ladegerät am Zigarettenanzünder zu betreiben. Dann ein USB-Kabel, damit wird die Fernsteuerung geladen. Ja, und genau dann sind wir schon bei der Fernsteuerung. Die sollte eben auch einmal dabei sein. Die große Fernsteuerung einmal plus dann die der Sonnenschutz, den wir gleich dann einmal montieren werden, darauf. Dann die Propeller. Es sollten dabei sein 10 Propeller. Das heißt also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und jeweils 5, die eine silberne Markierung in der Mitte haben und 5 schwarze. Das heißt, hier einmal Silber, einmal die ganz normalen Schwarzen. Das ist einmal links und einmal rechts drehend. Auch dafür dazu nachher noch ein bisschen mehr. Dann dabei einmal der Wizard, der ist allerdings nur bei den Erstbestellern dabei. Wenn das Video natürlich hier ein bisschen länger auf dem Kanal ist, dann wird der nicht mehr automatisch dabei sein, müsste dann also einzeln nachbestellt werden. Dann dazu einmal die wasserdichte Tasche mit dem Gurt, um den Wizard hier einmal an den Arm zu packen. Dann dabei ein. Umhängegurt, da können wir den Wizard dann dran montieren. Das zeige ich dann auch noch mal, wie das genau hier mit den beiden Ösen funktioniert. Dann noch dabei ein weiteres USB-Kabel und eine Micro SD-Karte ist dabei und ein kleines Putztuch. Solltet ihr das nicht haben, dann schaut bitte mal das Ganze. Diese letzten Teile sind hier in so einer kleinen Pappverpackung drin und diese Pappverpackung verbirgt sich in der Innenseite des Deckels. Ich hole den hier einmal raus. Das ist der Deckel und da guckt bitte, der müsste dann hier an einer der Stellen, nämlich ich glaube hier oben, genau da war der drin, da ist dieser kleine Pappkarton drin. Also wundert euch nicht, wenn das nicht dabei ist, sondern guckt bitte noch einmal gründlich in eurem Karton, ob da nicht doch diese kleine Pappschachtel dabei ist. Dann die Bedienungsanleitungen sind dabei und für uns in deutscher Sprache sollte einmal dabei sein, beziehungsweise das ist nicht in deutscher Sprache, aber das sollte dabei sein, das ist einmal der Inhalt der Box, hier also auch nochmal alle Teile einzeln aufgeführt. Dann ist dabei die Schnellstart-Bedienungsanleitung für den Typhoon H in Deutsch, dann ist dabei... Die LED-Statusanzeige, auf der Rückseite noch ein paar Warnhinweise. Dann geht es weiter mit der Kompasskalibrierung hier einmal auf dieser Karte und auf der Rückseite einmal der Hinweis, wie das im Team-Modus und im Single-Modus funktioniert. Dazu später dann natürlich etwas mehr. Dann noch mal eine Anleitung für die Kalibrierung des Wizards. Und eine Bedienungsanleitung für den Wizard. Das alles sollte also bei euch in der Packung dabei liegen. Und das alles solltet ihr dort vorfinden. Fangen wir an mit dem Thema Akkuladen und Fernsteuerung laden. Holen wir uns dazu einmal das Netzteil. So sieht das Netzteil aus. Und am Ende des Netzteils haben wir hier dann einmal so eine Anschlussbuchse und diese Anschlussbuchse kommt dann hier seitlich in das Ladegerät einmal rein. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sollte das Ladegerät hier unten Blinkzeichen äh, mit einem Blinkzeichen signalisieren, dass es startbereit ist. Und zwar in dem Fall hier mit einem grünen Blinkzeichen. Möchten wir jetzt noch zusätzlich die Fernsteuerung laden, dann müssen wir das USB-Kabel nehmen und hier einmal in die USB-Buchse einstecken. Jawohl, das ist dann einmal in der USB-Buchse und dann gibt es hier an der Fernsteuerung an der Unterseite einen USB-Anschluss. Hier an dieser Stelle ist der USB-Anschluss und da kommt dann das andere Ende des USB- -Anschluss. Kabel's einmal rein. Jawohl. Und wenn die Fernsteuerung ähm, nicht vollgeladen ist, dann, ich muss jetzt einen kleinen Moment warten und gucken, ich weiß nicht, ob meine schon inzwischen vollgeladen ist oder nicht, das werde ich jetzt gleich sehen. Dann werdet ihr auf dem Display so ein ja, Akkusymbol sehen, was dann langsam hochlädt. Meine Fernsteuerung ist ha, immer noch nicht ganz vollgeladen. Das heißt, das Ganze sieht dann so aus. Und ähm, läuft dann so lange weiter dieses Batterieladesymbol, bis die Fernsteuerung voll aufgeladen ist. Ich hatte schon gesagt, dass wir beim Typhoon H eine neue Akkugeneration haben. Das heißt, hier müssen wir gar nichts mehr mit Kabeln anschließen, sondern wir haben hier unten die Anschlussleiste und diese Anschlussleiste. Wird einfach nur noch in das Ladegerät reingesteckt. Das heißt, wir sehen hier einmal die äh, Anschlüsse und wenn wir uns dann hier einmal im Ladegerät das angucken, dann sehen wir hier eben auch die entsprechenden Anschlussteile. Wir können das auch nur in eine bestimmte Richtung einsetzen. Man sieht hier so eine kleine Vertiefung und an der Seite ist es etwas steiler und wenn man sich dann den Akku anguckt, dann sieht man, dass genau diese Form eben auch hier vorhanden ist. Also, der Akku wird dann einmal so in das Ladegerät reingesteckt, und wenn der drin ist, dann erscheint hier oben eine rote LED, und diese rote LED signalisiert uns, dass der Akku geladen wird. Hier stehen auch die einzelnen Angaben was welches Leuchtsymbol bedeutet. Das heißt, wir können also hier anhand dieser Leuchtsymbole erkennen, in welchem Ladezustand sich der Akku befindet. Green blinking, ready to charge. Das heißt, wenn er grün blinkt, ist er bereit zum Laden. Red blinking, charging. Das haben wir jetzt hier aktuell. Ihr seht, hier leuchtet das rote Licht und der Akku wird geladen dann kommt red-green blinking cell balancing and charging das heißt dann ist er schon beim zellenbalancieren und laden also schon im, End, äh, im endstadium des ladens und dann kommt solid green charge completed und blue blinking solid Error, das heißt also, wenn blau oder blau, blaues Blinken oder blau durchgängig leuchtet, dann ist ein Error. Dann müsste man gucken, ob der Akku kaputt ist oder das Ladegerät einen Fehler hat. Wie gesagt, bei uns blinkt jetzt rot. Das heißt, der Akku wird aktuell geladen und die Fernsteuerung wird auch geladen. Der Sonnenschutz, das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Das ist der Sonnenschutz, den es gibt. Der ist empfehlenswert wirklich wenn es draußen etwas heller ist, damit man auf dem Display was erkennen kann. Um den Sonnenschutz zu installieren, müssen wir den einmal komplett aufklappen. Und zwar so weit, dass dann hier auf der Rückseite das Unix zu sehen ist. Das heißt, der kommt so drauf. Und ihr seht, hier an der Seite sind so kleine Nasen. Und diese beiden Nasen müssen dann hier in die vier Ösen eingesteckt werden. Da bitte darauf achten. Hier kommt auch der Tragegurt ran, der Halsgurt. Das mache ich gleich noch. Und da bitte darauf achten, wenn ihr diese Ösen euch hier anguckt, dann seht ihr, dass die einmal hier oben ein Loch haben und unten noch mal ein kleines Loch haben. Und genau in dieses untere kleine Loch da muss der Sonnenschutz rein. Also bitte nicht versuchen, den Sonnenschutz hier oben in dieses große Loch reinzufriemeln, das hält nicht, sondern er muss in das untere Loch und das zeige ich euch jetzt einmal, wie das Ganze dann aussieht, wenn die Fernsteuerung hier vor mir liegt. Dann kommt hier der Sonnenschutz rein. Ich drehe das Ganze mal so ein kleines bisschen und dann wird hier unten, da seht ihr das, da wird dann der Sonnenschutz eingesteckt, zack, zack und auf der gegenüberliegenden Seite auch. So sieht das Ganze dann aus und das hält dann auch. Da wackelt also nichts mehr, sondern das hält also auch wirklich sehr gut da drin. Wie gesagt, ihr müsst da die unteren kleinen Löcher verwenden. Möchtet ihr den Tragegurt verwenden, dann ist das relativ einfach. Das ist hier einmal der Tragegurt, der kommt dann um den Hals. Am Ende sind dann jeweils zwei Karabiner, zwei kleine Karabiner. Ja, und die kommen dann hier in die etwas größeren Ösen an der Fernsteuerung rein, sodass ihr die Fernsteuerung euch dann bequem umhängen kann, könnt. Und deswegen auch da nochmal der Hinweis, die Sonnenblende kommt in die unteren Löcher rein. Also, das wäre dann einmal die Sonnenblende und hier eben der ähm, Tragegurt kommt hier dann einmal in diese. Ich mit meinen dicken Händen natürlich wieder, kriege die natürlich da nicht rein, so ohne weiteres. So und so und das Ganze dann natürlich auch auf der anderen Seite. Also, das wäre dann einmal der Tragegurt und die Sonnenblende zur Installation. Das können wir einmal hier dann hinlegen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann die Propeller. Bei den Propellern nochmal der Hinweis: Wir haben zwei Sorten. Einmal silberne Propeller, die in der also nicht silberne Propeller, sondern Propeller, die hier in der Mitte so einen silbernen Ring haben und welche, die den nicht haben. Und die silbernen kommen dann beim Copter auf die Motoren, die diese weiße Kappe haben. Das sind einmal linksdrehende und einmal rechtsdrehende Propeller. Dazu vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis, damit man auch mal erkennt, wenn man äh, wen das interessiert, damit man erkennt, in welche Richtung der Propeller sich dreht. Kann man sich eigentlich ganz leicht vorstellen, wenn man in einem Flugzeug sitzt an der Tragfläche dann sieht man, dass diese vordere Kante der Tragfläche etwas gerundet ist. Und die hintere Kante, eben die scharfe Kante, die Luftabrisskante ist. Ja, und genauso ist das auch beim Propeller. Das heißt also, der Propeller, den ich hier in, die Hand, in der Hand halte, der würde also in diese Richtung drehen, sprich gegen den Uhrzeigersinn. Und das wäre dann damit ein CCW, Counterclockwise Propeller. Und der andere, der, den ich hier jetzt in der Hand halte, der hat hier vorne die weiche Kante. Und hier hinten die Luftabrisskante, das heißt, der würde sich so rumdrehen, also dann eben CW clockwise. Man kann sich das ganz leicht merken, wenn man die Propeller drauf macht, dass man, wenn man ihn drauf drückt, und dann festzieht, dass man die Finger immer an die weiche Kante nimmt, das heißt also immer Daumen und Zeigefinger oder zwei andere Finger quasi an die weiche Kante nimmt und ihn dann in diese Richtung festzieht, also sprich gegen die Drehrichtung des Propellers festzieht. Hier ist jetzt der weiße Propeller oder der Propeller mit der weißen Kappe zu sehen, das heißt hier kommt also dann auch der Silberne drauf, ja, der wird dann einfach draufgesetzt, muss ein bisschen fummeln hier, wird dann einfach draufgesetzt, der Motor festgehalten, einmal hier oben, bis er einrastet, draufdrücken und dann eben an der weichen Kante einmal drehen, bis er einrastet. Und das war's. Und genauso eben exemplarisch beim Lösen dann den Knopf drücken und dann an die scharfe Kante und Eben in die andere Richtung lösen. Also ein ganz einfaches Prinzip: drücken an die weiche Kante ran festziehen und genauso umgekehrt dann eben wieder lösen. So würden dann also die Propeller auf den sechs Motoren aufgesetzt. Entfernen die jetzt einmal wieder. So, das heißt also, das Thema Propeller hätten wir dann auch einmal geklärt. Kommen wir dann einmal zu dem Wizard. Das ist der Wizard. Wie gesagt, er ist jetzt bei der Erstauslieferung der Copter dabei. Das heißt, alle, die frühzeitig bestellt haben, haben den Wizard dabei. Wie der genau funktioniert und was man damit machen kann, das erkläre ich euch dann draußen im äh, Freien. Ich kann aber schon mal so viel sagen: Es ist im Prinzip eine kleine Fernsteuerung mit einem GPS-Empfänger drin und hat letztendlich nahezu alle Funktionen, die auch die große Fernsteuerung hat. Das heißt, wir haben also hier, wenn wir uns den jetzt einmal angucken, wir haben hier unten also einmal den Einschaltknopf, damit wird der Wizard dann eingeschaltet. Der rote Knopf ist dann dafür da, um die Motoren zu starten, einmal Foto, einmal Videoaufnahme, dann die vier Richtungen, in die wir den Kopter steuern und dann an der Seite hier einmal den Umschalter zwischen den verschiedenen Modi Smart, Angle und Return-to-Home-Mode. Das heißt also, wir haben hier im Prinzip eine vollständige kleine Fernsteuerung mit einem eingebauten GPS-Empfänger. Wir können die hier einmal mit diesem Clip irgendwo an unsere Kleidung dran machen oder aber, was ich schon sagte, hier mit dieser Tasche äh, gut geschützt auch bei leichtem Regen oder, Luft oder hoher Luftfeuchtigkeit hier oben an den Arm dran machen und den dort montieren. Dadurch, dass da ein GPS-Empfänger eingebaut ist, können wir damit eben auch den Follow-Mode machen. Das heißt, wir können den also nutzen, damit der Copter uns bzw. dem Wizard hinterherfliegt. Dann liegt hier noch bei, hatte ich vorhin schon gezeigt, dieser äh, kleine Gurt und dieser kleine Gurt hat hier oben zwei Schlaufen und diese beiden Schlaufen kommen hier oben, da seht ihr das an dem Wizard. Da sind auch noch mal so zwei kleine Ösen, da kommen die rein. Man kann die äh, hier abmachen, die sind hier sozusagen lassen sich hier einmal äh, dicke Finger lassen sich hier einmal ablösen. Das heißt, dann hat man hier nur diese kleine Schlaufe und die wird dann hier oben wird hier oben äh, einmal durchgefummelt, so dass man sich den Wizard dann auch umhängen kann. Ja, so viel zum Thema. Wizard und äh, Fernsteuerung und den Möglichkeiten, die wir damit dann haben. So, dann kommt als nächstes einmal die Micro SD-Karte und die Micro SD-Karte muss jetzt noch in die Kamera eingelegt werden. Das ist einmal der Adapter und hier unten da ist dann die eigentliche Micro SD-Karte hier in dem Adapter. Das heißt, ich ziehe die jetzt hier mal so ein kleines bisschen raus, dann sieht man das. Da ist die Micro SD-Karte und die kommt dann einmal unten in die Kamera rein. Dazu schon ein bisschen Platz machen hier Ansteuerung einmal wegstellen, damit ihr ein besseres Bild habt und das ein kleines bisschen besser sehen könnt. So, das heißt also hier einmal der Kopf äh, dann noch mit dem Kameraschutz und den dreht das jetzt so ein kleines bisschen. Den ziehen wir dann einfach nach vorne ab. Zack, und dann ist die Kamera auch schon frei. Und der Micro-SD-Kartenschlitz, der ist einmal hier unten drunter, unter der Kamera. Ich drehe den jetzt hier einmal so, dass wir das in der anderen Kamera erkennen können. So, und hier unten, da ist der Micro-SD-Kartenschlitz, da kommt die Kamera rein. Ihr seht hier auch schon an dem Bild, wie rum das Ganze reinkommt. Also einmal so nehmen und dann hier in den Schlitz reinschieben, bis das Ganze einrastet. Und genauso wird es wieder rausgenommen, einmal drücken, bis sie wieder rauskommt, rausnehmen und das war's. Im Computer dann eben hier mit dem Adapter arbeiten, das heißt also einmal mit dem Adapter in den Computer rein und da kann man dann die Dateien auslesen. So, das heißt, also wir haben einmal vorbereitet die Kamera. Hier drin mache ich jetzt natürlich die Propeller nicht drauf. Die würde ich dann erst draußen drauf machen. Jetzt müssen wir noch den Akku einlegen. Der ist noch nicht voll geladen, aber das macht nichts. Wir legen ihn trotzdem schon mal ein, damit ihr seht, wie das funktioniert. Dazu drehe ich den Kopter einmal ein kleines bisschen. Und dann seht ihr hier hinten, da ist der... Akkuschacht und in den Akkuschacht kommt dann der Akku rein. Es geht nur eine Richtung, also wir haben hier nur die Möglichkeit, ihn so rum, dass quasi das Unic lesbar ist, reinzuschieben. So, und meine Empfehlung ist bei solchen Sachen immer Daumen hinten drauf, richtig schön mit Schmackes rein, dass der ordentlich einrastet und während des Fluges sich nicht aus Versehen losrütteln kann und. Wieder rauspurzeln kann. Soll der Akku entnommen werden, dann haben wir hier hinten auf der Rückseite einmal dieses Wörtchen Pull stehen. Das heißt, wir klappen das hier einmal hoch und ziehen den Akku dann einmal, drehe das ein bisschen, dann geht das für mich etwas einfacher, ziehe den Akku dann einmal hinten aus dem Schacht raus und das war's. So, was wir jetzt einmal machen, wir starten jetzt einmal den Kopter und die Fernsteuerung, damit ich euch einmal schon ein paar Funktionen auf der Fernsteuerung zeigen kann und schon mal ein paar Dinge zeigen kann. Das heißt, wir schalten jetzt einmal die Fernsteuerung ein. Ich drehe das hier einmal rum, die Fernsteuerung wird hier unten eingeschaltet. Da ist der Einschaltknopf also einmal rüberschieben. Das dauert dann einen kleinen Moment. Das ist ein Android-Betriebssystem, das hier in der Fernsteuerung arbeitet und das braucht einen kleinen Moment, bis das System hochgefahren ist. Also nicht ungeduldig werden. Ich lasse das jetzt einfach mal hier neben mir stehen und das System einmal hochfahren. Dann wird der Copter eingeschaltet. Beim Copter ist es so, dass wir hier vorne ja, das ist die Vorderseite, dass wir hier vorne, da wo dieses Typhoon H steht, da ist die Einschalttaste, die wir dann einmal kurz drücken. Das heißt, ich stelle den Kopter jetzt hier einmal hin, drücke einmal die Taste. Dann hört ihr auch schon das Startgeräusch. Dann richtet sich gleich der Gimbal aus. Seht ihr schon, jetzt hat sich der Gimbal schon ausgerichtet. Ihr seht hier die verschiedenen Lampen, hinten rot, vorne weiß, dann einmal blau, einmal grün. Hinten haben wir dann noch eine Status-LED, die je nachdem, welche Funktion der Copter gerade hat, entsprechend verschiedenfarbig leuchtet. So, dann lassen wir den Copter einmal stehen und hochfahren. Hier läuft jetzt auch schon die Fernbedienung hoch, das heißt, die Fernbedienung verbindet sich einmal mit dem Kopter, das heißt also einmal über den einen Kanal mit der Steuerung des Kopters und über den zweiten Kanal dann mit der Kamera. Das heißt also es dauert immer einen kleinen Moment, der Kopter ist meistens etwas schneller verbunden und bis die Kamera sich verbindet, dauert etwas. Noch ein wichtiger Hinweis, wenn ihr das erste Mal fliegt, achtet bitte drauf, hier vorne auf der Kamera ist eine kleine Plastikfolie drauf, zieht die bitte ab. Ja, ich kriege immer mal wieder Anrufe von Leuten, die den Kopf das erste Mal in Betrieb nehmen und sagen: ah, Ralf, also 4K-Kamera ist ja ganz toll, aber so richtig gut sehen die Bilder nicht aus. Alles so ein bisschen milchig und so ein bisschen verwaschen. Ja, und dann ist oft der Grund, dass eben diese Folie hier vorne vergessen wurde, abzumachen und ähm, dadurch dann eben das Bild entsprechend. Noch einen Schleier hat. So, das Ganze ist jetzt einmal in Betrieb, sieht dann also so aus. Ihr seht hier also auf der Fernsteuerung jetzt einen Blick sozusagen in mein Studio rein. Ja, und jetzt seht ihr schon, wir haben hier also die verschiedenen äh, Display-Anzeigen. Wir haben auf der einen Seite einmal die verschiedenen Statusanzeigen des Kopters. dann haben wir hier Kameraeinstellungen. Haben hier unten verschiedene Möglichkeiten der Einstellungen, haben auf der dann äh, gegenüberliegenden Seite hier verschiedene Möglichkeiten, ähm, verschiedene Flugmodi zu aktivieren und auszuwählen und äh, können hier also verschiedene Einstellungen machen. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz ähm, euch die einzelnen Hebel vorstellen und einen kleinen Überblick geben über die einzelnen Funktionen. Ich schiebe das mal hier so ein kleines bisschen rüber. Dann habt ihr in der Kamera hier einen guten Blick auf die Fernsteuerung. Wir haben einmal hier oben den Ein- und Ausschaltknopf. Damit werden die Motoren des Kopters gestartet und gestoppt. Dann haben wir hier als erstes einen äh, Hebel, der für die Kamera ist. Das heißt, ich sehe gerade, ah doch, ihr seht hier den Kopter und ihr seht auch die Kamera. Ja, das sieht ganz gut aus. So, und wenn ich hier einmal den Hebel nach unten lege, dann seht ihr, dass die Kamera noch ein kleines Stückchen nach oben schwenkt. Nochmal zurück. Jetzt schwenkt die Kamera nach unten. Das ist einmal für verschiedene Flugmodi, für den Speedmodus oder für den normalen Modus, wo die Kamera noch mal ein kleines bisschen weiter nach oben schwenken kann. Dann haben wir hier den zweiten Hebel und das ist der Hebel, mit dem ich die verschiedenen Gimbal-Modi in der Drehachse einstellen kann. Ich habe als erstes den Follow-Mode und im Follow-Mode, das ist wenn der Hebel oben ist, habe ich keine Möglichkeit, den Gimbal manuell noch zu drehen. Stelle ich in die mittlere Position ein, dann habe ich auch den Follow-Mode, kann aber über diesen Drehregler hier einmal den Gimbal drehen. Ihr seht jetzt hier einmal, wie der Gimbal sich dreht und in der unteren Position, wenn ich den Hebel ganz nach unten stelle, dann habe ich sozusagen den Gimbal freilaufen. Und ich zeige euch jetzt einmal den Unterschied, sozusagen, was der Unterschied zwischen Follow-Mode und dem Freilaufmodus ist. Ich habe ihn jetzt einmal auf den follow mode gestellt. So, und wenn ich jetzt eine Kurve fliege, dann seht ihr, wie die Kamera langsam nachzieht. Das heißt also, die Kamera geht langsam, folgt dem Kopter in der Drehrichtung. Gehe ich jetzt auf die Freerun-Position, dann ist es so, dass sich der Kopter drehen kann. Das heißt also, er kann Kurven fliegen. Aber die Kamera zeigt kontinuierlich in die gleiche Richtung und über den Drehregler, also über das Poti hier an der Fernsteuerung, kann ich die Kamera unabhängig vom Kopter drehen. Also das sind einmal die drei verschiedenen Modi, die ich hier auf der Fernsteuerung wählen kann mit diesem Schalter und wie gesagt, hier dann einmal die Möglichkeit, den... Gimbal, um die Achse zu drehen. Hier ganz normal der Fernsteuerknüppel einmal zum Steigen, einmal zum Sinken, Kopter links drehen, Kopter rechts drehen und dann haben wir hier unten einmal die Taste, um eine Fotoaufnahme auszulösen. Das Steuerkreuz hier für die Trimmung hat aktuell keine Funktion. Das ist wie beim Q500, da hat das auch keine Funktion gehabt. Kommen wir dann einmal zur anderen Seite. Da haben wir hier oben einmal den Hebel, mit dem das Fahrwerk hoch und runter gefahren werden kann. Jetzt, solange der Copter hier am Boden steht, funktioniert das logischerweise natürlich nicht. Das heißt also, der Hebel ist jetzt erstmal ohne Funktion. Ebenfalls ohne Funktion ist die Drucktaste, die wir hier haben. Auch die hat ähm, aktuell keine Funktion. Daneben der Hebel schaltet. Das Antikollisionssystem ein. Das sehen wir hier auch im Display. Wenn ich jetzt hier den Hebel einmal nach unten bewege, dann seht ihr hier an dieser Stelle, ups, dann seht ihr hier an dieser Stelle, ja, ist ja in Ordnung, dann seht ihr hier an dieser Stelle, dass da dieses gelbe Symbol angegangen ist. Das heißt also, das OBS Obstacle System ist aktiviert. Lege ich den Hebel wieder nach oben, dann ist das System deaktiviert. Hier drüben habe ich dann wieder die verschiedenen Flugmodi. Das ist beim Q500 auch schon so gewesen. Das heißt also einmal den Smart Modus, den Engel Modus und Coming Home, wo der Copter dann zu seinem Startpunkt zurückfliegt. Normaler, normal auch wieder die Belegung hier dieses Hebels: Vorwärtsflug, Rückwärtsflug, einmal nach links und einmal nach rechts. Hier unten haben wir dann die Taste um eine videoaufnahme zu starten und auch hier wieder der trimmhebel ohne funktion. dann an der seite rückseitig etwas versteckt ist einmal hier dieses drehrad und hier habe ich wieder die möglichkeit die intensität der steuerknüppel einzustellen. das ist so eine kombination aus expo und gain-werten. das wird hier bezeichnet mit der position. Äh, Igel und Hase, ich weiß gar nicht, ob das hier immer noch drauf ist. Ja, tatsächlich. Schildkröte und Hase, Entschuldigung, Schildkröte und Hase. Das heißt, in der hinteren Position, wenn der jetzt hier hinten steht, ist einmal die Schildkröte und in der vorderen Position ist der Hase. Und das ist eben genauso, wenn ich den auf Hase habe und mit dem Steuerknüppel Gas gebe, dann gibt der Kopf da eben ordentlich Gas. Das heißt also, für flottes Fliegen ist das geeignet. Habe ich den Hebel hinten auf der Schildkröte, dann habe ich sehr ruhige, gemächliche Flüge. Das ist dann wiederum eher geeignet. Für Videoaufnahmen, wenn ich sehr weich fliegen möchte, sehr ruhig fliegen möchte, hiermit also dann einmal die Umstellung. Auf der anderen Seite der Fernsteuerung haben wir genau den gleichen Hebel. Das heißt also, wir haben hier genau den, das gleiche Drehrad und äh, hier ist es dann für die Steuerung der Kamera. Das heißt, wenn ich den Hebel jetzt einmal so bewege, dann seht ihr hier drüben, wie die Kamera nach unten schwenkt. Bewege ich den Hebel nach oben, dann schwenkt die Kamera. Hier an dieser Stelle nach oben. Also einmal das für die Steuerung der Kamera. Dann noch zusätzlich auf der Rückseite, hatte ich schon darauf hingewiesen, aber mache ich gerne nochmal auf der Rückseite der HDMI-Ausgang. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, einen zusätzlichen HDMI-Monitor anzuschließen, wo ich dann auf einem Pult mir den hier oben drüber baue das zeige ich euch im nächsten video da ist dann das pult auch angekommen und da werde ich dann diese kombination mit Fernsteuerung und oben einem zusätzlichen hdmi monitor euch einmal zeigen so gehen wir einmal ganz flott die verschiedenen punkte hier auf der Fernsteuerung durch ich zeige einmal kurz welche Einstellungen es gibt so dann gehen wir hier einmal die verschiedenen Punkte durch. Wir haben hier oben einmal die Spannungsanzeige für den Akku. Das ist ein 4S-Akku, also mit vier Zellen ähm, ausgestattet. Dann äh, ist hier einmal die äh, GPS-Anzeige, GPS Ready. Das heißt, wir haben hier oben unterm Dach auch äh, Empfang. Und wie viel seht ihr hier? Wir haben hier 15 Satelliten, die ähm, wir hier oben empfangen, dann hier einmal die, wird die Position angezeigt, das heißt also GPS-Koordinaten werden angezeigt, dann einmal die Höhe, dann Ground Speed und Distance zur Fernsteuerung. Das ist jetzt alles nicht so super präzise hier oben, aber so in etwa seht ihr das. Dann habe ich hier die Kameraeinstellungen. Das ist also einmal der Weißabgleich, den ich hier habe. Da kann ich die verschiedenen Weißabgleich-Einstellungen machen: Sonne, Claudi, Glühlampen, Neonröhren und hier oben eben der automatische Weißabgleich. Und wenn ich die Taste da drunter antippe, habe ich die Möglichkeit hier entweder nur eine Belichtungskorrektur zu machen oder wenn ich das einmal antippe und auf manuell gehe, dann kann ich hier einmal die ISO-Empfindlichkeit und die Belichtungszeit manuell einstellen. Also einmal hier oben auf diese Auto-Taste getippt und damit kann ich dann zwischen automatischer äh, Einstellung, automatischer Belichtungseinstellung und manueller Belichtungseinstellung wählen. Da noch mal ein Hinweis. Es ist wieder eine Kamera mit einer festen Blende, Blende 2,8, 12 Megapixel. Das heißt also, wir haben hier keine Möglichkeit, die Blende einzustellen. Möchten wir den Lichteinfall reduzieren, dann müssen wir das eben wieder über einen entsprechenden Graufilter machen. Das waren also einmal die Kameraeinstellungen. Hier drüben auf der gegenüberliegenden Seite dann nochmal die Möglichkeit, zwischen Video- und Fotoaufnahme zu wechseln. Das dauert immer einen kleinen Moment, das heißt, wenn ich jetzt einmal den oberen antippe, dann bin ich bei der Videoaufnahme und dann seht ihr hier unten auch an dem Zahnrad dann die Möglichkeit hier drauf zu tippen und die verschiedenen Video-Settings, die verschiedenen Videoauflösungen 4K ähm, Full HD mit verschiedenen Framerates äh, entsprechend auszuwählen. Und wenn ich im Bereich Foto bin. Ich stelle das jetzt noch mal hier auf, na, auf Foto um. Dauert immer einen kleinen Moment, bis der sich umgestellt hat in den beiden Modi. Dann seht ihr, ist hier unten die Framerate verschwunden. Wenn ich hier jetzt drauf tippe, dann habe ich hier eben die verschiedenen Möglichkeiten des Fotomodus einzustellen. Und da ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich hier der Fotomod. Wenn ich da drauf tippe, da kann ich dann eben sagen, dass ich nicht nur JPEG. Sondern auch DNGs, also äh, RAW-Aufnahmen machen möchte. Nochmal hier drauf, ich habe das nicht richtig getroffen. So, jetzt einmal DNG, dann stellt er um, dann habe ich die Möglichkeit eben auch RAW-Bilder aufzunehmen. Image Style kann ich hier einmal festlegen, verschiedene Varianten. Ja, und das war's, das sind eigentlich so die wesentlichen Einstellungen, die ich hier habe. Wie gesagt, hier einmal die Umstellung zwischen dem Foto- und dem Videomodus und dann mit den individuellen Einstellungen. Die ganzen Einstellungen, da gehe ich aber noch mal dann etwas näher drauf ein. Hier oben seht ihr das Symbol SD-Karte, dass eine SD-Karte eingelegt ist. Hier oben die Uhrzeit. Ja, es ist schon ein kleines bisschen später. Zehn Satelliten hat, der, äh, hat die Fernsteuerung jetzt gefunden. Also hier noch mal ganz klar, auch die Fernsteuerung hat einen eingebauten GPS-Empfänger. Hier werden mir einmal die Anzahl der Satelliten der Fernsteuerung und hier einmal die Anzahl der Satelliten des Copters angezeigt. Ready heißt, er ist startklar. Nachher wird dann hier über die Umschaltung noch die verschiedenen Modi angezeigt. Ja, hier können wir, hatte ich eben schon gesagt, sehen, ob das Obstacle Warnsystem, also das Antikollisionssystem, eingeschaltet ist. Und hier sind dann verschiedene Kalibrierungsmöglichkeiten: GPS, Kompass, Beschleunigungsmeter und äh, Beschleunigung, Sensor und gimbal Einstellung Und hier machen wir dann verschiedene Flugmodi, einmal Follow und Watch Me-Modus und hier unten, da haben wir dann die verschiedenen Flugmodi, die natürlich dann spannend sind. Das ist einmal eben Umrundungsflug und Point of Interest, Orbit Flug Waypoint Flug Das wird hier einmal über diesen Schalter hier unten aktiviert, eingeschaltet und ähm, wird dann später während des Fluges ähm, entsprechend aktiviert und wir können dann einen Orbitflug machen, also einen Umkreisungsflug, Waypointflüge machen und so weiter. Dazu dann draußen mehr, wenn wir dann unseren ersten Flug machen und wenn ich dann etwas tiefer in die Funktionen reingehe. Noch ein kleiner Trick. Wenn ich hier einmal doppelt drauf tippe, dann verschwinden sämtliche Display-Anzeigen und genau so würde das dann auch auf einem HDMI-Monitor, einem extern angeschlossenen HDMI-Monitor ausgegeben werden. Was ich leider nicht machen kann, ich habe keine Möglichkeit, zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden und ich glaube, es geht auch nicht, dass ich hier auf dem Display. Ähm, die Anzeige mit den Telemetriedaten bekomme und auf dem HDMI-Ausgang die Anzeige ohne die Telemetriedaten bekomme. Das scheint also aktuell noch nicht zu funktionieren oder wird auch wohl nicht funktionieren. Schauen wir mal. Hier unten haben wir dann noch verschiedene Einstelloptionen und hier unten weitere Tasten, Touchscreen-Tasten. Wenn wir hier einmal auf diese Plus-Taste draufgehen, muss das ein kleines bisschen höher halten, damit ihr das seht. Hier unten auf die Plus-Taste draufgehen, dann stelle ich damit die Lautstärke ein. Hiermit gehe ich auf die, äh, auf auf die Home-Funktion, also quasi auf die Basiseinstellung, und hiermit gehe ich einen Schritt zurück. Wählen wir jetzt einmal hier die Funktion Pad. Dann springt er sozusagen in das Android-System rein. Das heißt, wir sind jetzt im Android-System und haben hier verschiedene Möglichkeiten, was zu machen. Die meisten Möglichkeiten sind hier noch nicht aktiv. Wir haben hier keinen WLAN-Zugang. Das heißt also, Karten werden hier nicht gelesen und, und, und. Da kommt sicherlich noch ein kleines bisschen mehr. Was wir aber machen, ist hier einmal in den Settings. Und hier in den Settings, da haben wir zum Beispiel einen wichtigen Punkt. Und das ist hier unten Date und Time. Hier werden Datum und Uhrzeit einmal festgelegt. Das heißt, wenn ich hier drauf tippe, dann habe ich hier die verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Möchte ich da rausgehen, dann hier unten einmal auf diesen äh, Zurück-Button gehen und dann komme ich wieder in mein Menü nochmal zurück. Und ich bin wieder in der Hauptansicht, in der Android Hauptansicht sozusagen drin. Möchte ich jetzt wieder zurückgehen? in die Typhoon H Steuerung, dann wähle ich hier oben einmal dieses Symbol aus und komme dann in das System oder in die App, um den Copter zu steuern. Hier haben wir einmal die System Settings. In den System Settings einmal äh, die Angabe, mit welchem Copter und welcher Kamera wir verbunden sind. Other Settings können wir hier den Advanced Mode einstellen. Da ist es dann möglich, die Kanäle, die Fernsteuerung individuell einzustellen, ist sonst eigentlich nicht zwingend erforderlich. Und hier oben Measurement Unit, entweder imperial oder metrisch. Das heißt, wir haben hier also einmal die Möglichkeit Metric oder imperial. Wir würden in Deutschland natürlich metrisch, ihr hattet eben gesehen, da steht noch Fuß, metrisch wählen. Dann haben wir hier einmal den Hardware-Monitor. Da werden uns sämtliche Steuersignale angezeigt. Das heißt, ihr seht, wenn ich hier jetzt einen Hebel bewege, wird mir genau angezeigt, wie dieses Signal verarbeitet wird. Auch hier an der Seite der Hase und Igel wird mir hier Hase- und Schildkröte, Entschuldigung, wird mir hier einmal angezeigt. Dann haben wir hier Mode select üblicherweise fliegen wir, fliegen wir den Kopter in Mode 2. Einmal wieder umschalten. In Mode 2. Kamera Select haben wir hier einmal die SIGO 3 oder SIGO 3 Pro. Muss ich ehrlich sagen, ich habe beides jetzt mal ausprobiert. Ich habe da keine Infos zugefunden, keinen Unterschied festgestellt. Ähm, Ob es da überhaupt einen Unterschied gibt, keine Ahnung. Ich habe es jetzt mal auf SIGO 3 Pro gestellt. Funktioniert auf jeden Fall. Und dann wird mir hier einmal angezeigt, welcher Controller und welcher Kopter das ist. Hier gibt es dann die Möglichkeit, ein Firmware-Update zu machen, falls die dann irgendwann zur Verfügung stehen. So, da wieder einmal raus. Hier haben wir dann das Channel Setting, was mit den Advanced Einstellungen möglich ist. Und hier sehe ich dann, was auf den verschiedenen Kanälen drauf ist. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel ähm, für Steigen und Sinken die Einstellung. Und wenn ich jetzt hier drüben auf die langsamste Funktion, also auf die Schildkröte, gehe, dann seht ihr, dass das hier vom Ausschlag her wesentlich weniger ist, das heißt also wesentlich weicher. Gehe ich auf einen Vollausschlag, dann seht ihr, dann kann ich bis von 0 bis 100 Prozent das entsprechend einstellen. Auch da können wir dann wieder rausgehen. Nächster Punkt sind dann Modell Select, ja, und da ist nicht viel auszuwählen. Lediglich Typhoon H und das war's. Auch da dann wieder raus und fertig. Das sind also die Basiseinstellungen, die wir auf der Fernsteuerung ähm, machen können. Wie gesagt, da gehe ich dann später natürlich noch ein kleines bisschen detaillierter drauf ein und speziell natürlich dann auf die verschiedenen Flugmodi, die wir dann draußen im Freien einmal ausprobieren werden: Waypoint Orbit, Follow Me, Watch Me etc. All das werden wir dann draußen machen. Und auch mal die Zweimann-Steuerung, das heißt also die Steuerung mit der Möglichkeit auf der einen Fernsteuerung den Kopter zu fliegen und auf der anderen Fernsteuerung dann die Kamera zu steuern. Ja, das war der Zusammenbau, wobei nicht nur Zusammenbau, sondern natürlich auch schon die ersten Funktionen, die interessant sind und wichtig sind um dann entsprechend rauszugehen und zu starten. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen. Wisst jetzt, wenn ihr noch nicht geflogen seid, was ihr alles vorbereiten sollt. Akku natürlich laden, Fernsteuerung einmal aufladen und welche Dinge ihr beachten sollt. Noch eine Sache die immer wieder gern gefragt wird, das ist die Frage nach einer Speicherkarte, nach einer geeigneten Speicherkarte. Ich persönlich empfehle da immer Sandisk Speicherkarten, die haben sich bei mir immer hervorragend bewährt. 64 oder 32 GB mit einer hohen Datenrate, 90 MB pro Sekunde und möglichst eine U3 nehmen. Weil die mit der höchsten oder mit der äh, schreib ausgestattet ist, um auch bei 4K-Aufnahmen unterbrechungsfrei und ohne Störungen die Videos aufzeichnen zu können. Das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, nochmal der Hinweis auf das Copter College, die Schulungen. Die Beratung und alles, was dazugehört, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der zweite Teil zum Typhoon H hat euch genauso viel Spaß gemacht wie der erste Teil und ich freue mich schon drauf, wenn es dann raus ans Fliegen und weitere Funktionen geht und äh, ja, wir dann die ersten Flugerfahrungen mit dem Typhoon H gemeinsam machen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte gerne hier unten ein Like und natürlich meinen Kanal abonnieren, damit ihr die nächsten Folgen zum Typhoon H, den anderen dann und allem anderen, was ich hier auf dem Kanal zu bieten habe, nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen ja, und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Fliegen. Tschüss und moin moin.